Pazifisch. Mein Name ist Giuseppe Rocci. Ich komme eigentlich aus der Schweiz und lebe sehr gerne hier. Und das ist so meine zweite Heimat. Mutterseits. Und der Vater ist der Schweizer. Durch einen Zufall, durch einen Unfall, hat sich mein Leben in die richtige Richtung geändert. Ja. Und seitdem bin ich sehr viel da oben und mache meine Dinge. Ja, so eigentlich, ich spiele gerne rum, so ein Junge, aufstehen und dann mache ich Musik am Morgen, Schlagzeug spielen, Piano, Gitarre, ein bisschen singen. Und das ist einfach so mein Ablauf, den brauche ich fast. Malen, Kunst, in letzter Zeit hat sich die Kunst in die Wände verlegt. The machine has taken the place of God. We are talking with machine. So. Mein Ding geworden. Vom Technischen her war das auch immer schön, eigentlich zu zeichnen. Und erst später, so ab 30, merkte ich eigentlich, ja, also ich habe jetzt doch kaum mehr Zeit für das Leben als Berufsmann und Karriere. Ich hatte ein Haus, ich hatte ja schon alles. Und da war eigentlich dann also die Entscheidung, was anderes zu machen, mal zu mir zu stehen jetzt, sehr nahe, und ich habe es gemacht. Und seitdem bin ich glücklich, ja, ein bisschen meinen Weg spielen zu dürfen. Ja, eben, das war eben so der erste Gedanke da drin, mal schön Mauern machen, glatt, schön, weiß streichen und... Und auf einmal merkte ich, nein, das ist nicht mein Ding mehr, das hatte ich ja schon genug. Und da, der erste Gedanke war eigentlich die Nase und wie der da in den Stein beißt. Und das war dann der Steinbeißer. Und da war dann bei mir auf einmal Stopp halt, ja. Wann ist das fertig? Und warum und wie? Also, einfach abgeschnitten der Gedanke und weg. Also, ist fertig. Vielleicht bin ich auch der Einzige, den das so freut, aber ich finde das einfach am ehrlichsten. Ja, ich hatte einen Unfall, kam leider mal so arschbesoffen unter dem Zug, mit 33, und musste 3 Monate im Bett liegen, ja, voll auf dem Rücken, keine Bewegung, Becken, das Becken in 3 Teile gespalten, 4 Rippen, durch die Lunge gedrückt, ein Bein weg. Und als ich die dann sah bei Fabio, wow, da musste ich die einfach haben. Das hat mir irgendwie den ganzen Schmerz aus dem Bett gezogen von damals. Einfach so, jetzt habe ich die bei mir. Und das ist einfach geil. Der Körper auf diesem Bild da, der existiert ja eigentlich in der Form schon, aber wenn man genau hinguckt, existiert dieser Körper nicht. Die Musik mache ich auch. Das ist halt auch so eine, wow, da kann man rauslassen. Sfogare. Ja. Und auch was umzusetzen, politische Gedanken oder über die Liebe. Und das ist schön, wenn man eigentlich dann irgendwann die Welt verlassen kann und man hat was hinterlassen. Also, am liebsten hätte ich noch 900 Jahre. Wow, ja, noch bam. Schwierig sind vielleicht die ersten 100, ja. Aber dann geht's doch ab, denke ich. Ich mache weiter, solange ich kann.